Südkorea-Interview mit dem Michael Flath, Captain vom TuS Fringekirche. Michael, hier in Wehr 2:1 gewonnen. Das Duell am Strich, jetzt sind wir über dem Strich, das erste Mal seit Monaten eigentlich. Gell? November, ja. Genau, wann im Monat Mai, hat für euch perfekt angefangen, Pokalhalbfinale gewonnen, heute in Wehr gewonnen. Jetzt geht es aufwärts mit dem TuS, oder? In der Schlussphase für die Saison. Ja, also momentan sind wir sehr, sehr glücklich, dass wir jetzt die zwei Spiele gewonnen haben. Für uns ist die Runde momentan klar Priorität, aber das Spiel am Dienstag war natürlich super für die Moral. Hat man, glaube ich, auch gemerkt, dass man einfach so. Ja, ich denke, man nimmt das dann schon mit auf den Platz. Man hätte es auch gesehen, wie dominant ihr wart heute. Also, es hätte sich zwar in Tore nicht ausgezeigt, aber auf dem Platz hat man schon gesehen. Da ist der TuS, der steht da. An der Mittellinie einer schon so ein Cordon aufgebaut. Die Wehrer haben da Mühe gehabt, überhaupt aus der eigenen Hälfte zu gehen. Ich würde sagen, erste Halbzeit war Zweikampf sehr, sehr gut. Haben sie gut attackiert im Mittelfeld. Mhm. Leider Chancen nicht gemacht. Sehr, sehr viel Ballbesitz, aber aus dem Ballbesitz wenig Ertrag. Trotzdem mit 1-0 in Pause ist natürlich dann wichtig bei so einem Spiel. Ja. Ich meine, jetzt hat dann Walbach am Mittwoch, gell, im Nachholspiel. Ja. Ist natürlich nochmal so ein Big Point. Aber zurücklehnen gibt es natürlich noch nicht bei euch. Ja. Gell? Das wäre fatal. Wir nehmen jedes Spiel mit, gerne 100%. Und wenn einfach die schwierige Schlussphase, die wir dann die fünf Spieler oder die fünf Gegner vom oberen Mittelfeld haben, gegen Walbach jetzt natürlich Punkte. Herr Michael, du bist ja ein alter Hautegel beim TuS Fringekirche, spielst schon viele Jahre, ja, in 2 Jahren Landesliga gespielt, kommt runter und dann so eine Bezirksliga-Saison, könnt ihr euch das selber erklären, weil dann alle hängen gestaunt, was ist mit den Efringer los, die hängen plötzlich hinten durch. Wo ist das Problem gewesen bei euch bis jetzt? Ja, ich glaube, in vielen Köpfen war einfach noch nicht Bezirksliga drin, da weht einfach ein anderer Wind. Warum in vielen Spielen Favorit haben, aber nicht das auf den Platz bringen können, was man eigentlich an Potenzial auf den Platz bringen können. Ja, und sehr, sehr, sehr schlecht in die Saison gestartet. Und eine erstaunlich schlechte Heimbilanz. Ich glaube, ewig lang nur einen Punkt daheim, gell? Genau. Ja, Landesliga waren wir daheim immer sehr, sehr gut. Bezirksliga. Ich glaube, es ist eine klare Kopfsache bei uns. Man merkt jetzt, wenn man dann voll mit dem Kopf durch gegen Wittlinge, ganz andere Moral zeigt und heute auch wieder bis zum Schluss kämpft und besiegt damit. Genau. Gut, dann drucken wir euch in den letzten 5-6 Spiele, die ihr noch in der Saison tun, dass eure Ziele erreicht werden, weil Harald Wittke hat mir gesagt, ja, nächstes Jahr Jubiläum, das 100-Jährige, gell, genau. Das werden wir nicht in der Kreisliga A verbringen. Nein, auf keinen Fall. Gut, dann alles Gute. Vielen Dank. Danke.